Jo, ein wunderschön. Ist das schick, euch alle hier zu sehen. Ich hab mir gedacht, du hast das ganze Jahr noch keine Rede gehalten. Nimm doch mal das Mikrofon. Wir haben alle Silvester unsere Erlebnisse gehabt. Mein Silvester ist nicht so gelaufen, wie ich wollte. Da, wo ich hin wollte, brach denn die Zwei-Striche-Krankheit aus. Also zu Hause auf dem Sofa. Und dann habe ich mich mit YouTube beschäftigt und habe mal geguckt, was die Menschen außerhalb von Deutschland so machen, wie die mit Silvester umgehen. Und ich habe vibriert, als ich gesehen habe, das Feuerwerk in Seoul, in Singapur, in Tokio, der absolute Oberhammer, das haben die selber gesagt, so weit hat es noch nicht gegeben, war Sydney, Australien. Auf Kilometer Länge im Hafengelände an der Brücke. Die haben mit Hubschraubern, mit Drohnen das gefilmt. Wenn ihr die Chance habt, sucht euch, poolt euch das bitte raus. Das geht so immer so um 10, 15 Minuten. Es ist der Wahnsinn, wie die Leute sich und die Freiheit gefeiert haben, sich davon lösen konnten, diesen ganzen Corona-Stress. Die Leute haben sich selber feiern dürfen. Die haben gesagt, so in der Form hat es das auf der Welt noch nicht gegeben. Paris, London, New York, überall gab es gigantische Feiern. Und dagegen waren wir in Deutschland. Der ZDF hat eine Sondersendung gebracht mit Moderatoren und ausgesuchten Leuten, die ganz lustig waren. 2000 waren wohl angegeben. Hinterm Tor, da gibt es auch ein Video zu bei YouTube, fährt die Polizei und ruft per Lautsprecherwagen die Leute auf, keine Feuerwerkskörper abzufeuern. Das ist Silvester in Deutschland. Und man wundert sich, dass es sich dann entlädt. Es muss irgendwo das Ventil aufgehen. Man hat es ja an Leiden gesehen an dem Kaufrausch, als das eingekauft wurde. Ja? Die Leute haben gekauft, als wäre es gratis gewesen. Nur volle Wagen. Die Greifswald, die waren dann schon mittags ausverkauft das erste Mal. Die Verkäuferin sagte mir, wir schleppen seit einer halben Stunde, wir haben schon 5 Paletten verkauft. Wir reißen ihnen die Leute aus den Händen. Das war dann zu DDR-Zeiten das letzte Mal. Wofür ist das ein Zeichen? Das ist ein Zeichen, dass Deutschland in diesem Thema bildhaft, für mich wurde ganz deutlich, 180 Grad dem Strom entgegenschwimmt. Alle anderen entspannen sich, feiern sich, sind froh, dass sie das überstanden haben, gucken nach vorne, basteln an der Perspektive. Deutschland tut wie immer genau das Gegenteil und ruft dann noch ganz laut, ihr müsst uns dann auch alle folgen. Es wird keine einzige Nation dem Beispiel Deutschlands folgen, in keinem einzigen Thema. Aber es wurde nie so deutlich wie beim Ausdrücken dieser Feierlichkeiten. Ja? Du fragst dich denn, ich bin gefragt worden, gehst du da immer noch hin? Wie? Gehst du da zu den? Ja, natürlich gehe ich da hin. Und ja, warum? Ich sage, ja, erkläre ich dir, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann erkläre ich dir hier aber nicht auf dem Kanal. Aber hier, unter uns, in der kleinen Stube, kann ich das ja ausdrücken. Und was bewegt mich, hier immer wieder herzukommen? Einmal seid ihr die Gesichter. Man kann sich mit jedem von euch hinstellen und Klartext reden. Das ist dermaßen befreiend. Und ich habe ja den Vergleich, ich bin ein bisschen in der Welt unterwegs gewesen. Es ist in keinem Land so crazy, so verrückt wie hier. Was uns hier als Politik angeboten wird, ist das reinste Narrenschiff. Auf der Herfahrt hat der Abwirtschaftsminister wieder so ein Interview. Er erwartet jetzt vom FDP-Verkehrsminister, dass er nun endlich seinen Verpflichtungen nachkäme im Verkehrsbereich, Einschränkungen von 65% CO2, das heißt, ablenken von eigenem Thema, er steht unter genug Beschuss und sucht sich jetzt einen anderen raus, dann ist das, was ich immer in Greifswald gesagt habe, die hauen sich dort die Köpfe ein und mittlerweile eben auf offene Bühne. Käme das so, was Herr Habeck sich wünscht, können wir unsere Häuser abschließen, weil wir niemals die CO2-Werte erreichen werden können.
technisch nicht, finanziell nicht erreichen können. Wir können unsere Fahrzeuge hinstellen, müssen uns dann Gedanken machen, Bürgergeld oder noch schnell alles auffordern, was wir noch da haben, oder halt auswandern. Und all das will ich nicht. All das will ich nicht. Ich möchte dafür weiter kämpfen, dass die endlich begreifen, mit uns macht ihr das nicht. Jeden Tag eine neue Motivation. Wird irgendein Bericht aus Berlin gesendet, sagst du, jawohl, genau deswegen bin ich da auf der Straße. So, und wenn wir das Berlin-Silvester nochmal nehmen, das kann keiner gut finden. Aber das muss hinterfragt werden. So wenig wie ein Messer oder ein Löffel oder irgendwas gefährlich ist oder ein Auto gefährlich ist, das ist immer der, der das in der Hand hat, ist auch ein Böller oder eine Rakete nicht gefährlich. Und dieses Reflexartige der ungelernten Grünen, das dauert nur 2 Stunden, da sitzt der Erste vorm Mikrofon und erklärt, man muss in ganz Deutschland das Feuerwerk verbieten. 99% der Leute sind damit friedlich umgegangen, das ist ja hier beschrieben worden, bei uns im Dorf ist das so, damit nächsten Morgen mit hell wird, seid ihr derzeit wird weggeräumt, denn es hat sauber. Alle grüßen, na, hast einen Korb? Nee, hast alles überstanden? Gut. In der Stadt ist es nochmal ein bisschen anders, aber es geht friedlich zu. Ich schätze, hoffe, die Kollegen da hinten wissen zu schätzen, welche friedliche Kundgebung sie hier erleben dürfen. Wie toll das hier mal läuft. So, und dieser Staat macht sich lächerlich. Erzählt, sie wären in der Lage, jetzt dann die Leute dort irgendwo in Berlin, den habhaft zu werden. Sie sind schon wieder überfordert, nach 24 Stunden entlassen sie die alle, Geldstrafen, ja bitteschön, da wird nichts zu holen sein, da ist nichts, dafür sind sie zu clever. Alles andere bleibt dann wieder dem deutschen Steuerzahler überlassen. Und mit einer Leichtfertigkeit schmeißen diese Damen und Herren um sich. Ich sehe aber schon die ersten Signale am Horizont. Die Ministerien werden aufgefordert, Einsparpotenziale zu finden. Und ein Spruch trifft da immer, das Fahrrad wird nach unten bedient. Wir werden wieder diejenigen sein, die die Sache aufgehuckt kriegen, die das auszugleichen haben. Motivation, Frieden, ist hier gesagt worden, Krieg und Frieden. Ich möchte keine Außenministerin, die nach 20 Jahren erfolglosen Bekämpfen der Taliban in Afghanistan, und sie mussten fliehen, wie man in Stalingrad mit Flugzeug geflohen ist, musste man dort fliehen, mit Leuten an den Rädern. Und mit diesen Leuten verhandelt man und schickt den 200 Millionen. Es ist eine Frechheit, Frau Baerbock, Ihre Späßchen in jedem Land, wo Sie Geld abschmeißen, containerweise, als Außenpolitik zu verkaufen und uns hier mit dem krusen Gedanken feministischer Außenpolitik angeblich irgendetwas Neues zu verkaufen. Sie verkaufen unsere und die Zukunft unserer Kinder. Mehr ist das nicht. Frau Baerbock, Sie sind Motivation, hier noch 10 Jahre herzukommen. Ich halte durch. Mal gucken, ob Sie so lange durchhalten. Ich wünsche euch was.